Ja, meine lieben Damen und Herren, die Fülle der Anwesenden beklemmt mich fast und lässt mich vermuten, dass Sie viel zu viel erwarten. Denn wenn ich von Luther sprechen wollte in einem umfassenden Sinne, müsste ich also mindestens ein Seminar von einer Woche halten mit täglich 3 Vorträgen. Luther ist eine sehr komplexe Gestalt und in seinen Schriften findet sich so viel, auch viel Widersprüchliches, einander Widersprechendes, sodass, wie ja auch der ganze Umfang der protestantischen Kirche zeigt, so fast jeder sich auf Luther berufen kann, wenn er irgendeine Meinung vertreten zu sollen meint. Ich will mich auf das Entscheidende, auf den einen einzigen Punkt beschränken. Wie ist Luther zu begreifen? Was wollte er? Worum ging es ihm? Wie ist sein Werdegang eigentlich zu verstehen? Und aus diesem einen springenden Punkt ergibt sich letztlich alles andere. Vor allem das, was später, wenig später, Zwingli und Calvin aus seiner Lehre für Konsequenzen gezogen haben. Das waren die eigentlichen konsequenten Deuter seiner Lehre. Die haben bis ins Äußerste mit unerbittlicher Logik die Folgerungen gezogen und angewendet, was Luther selber nicht getan hat. Luther hat aus seiner eigentlichen zentralen Lehre nicht die äußersten Folgerungen gezogen. Aus einem gesunden Instinkt heraus. Denn bei aller Krankhaftigkeit hatte er ein gewisses gesundes Fundament. Er hatte eine gesunde Art, krank zu sein. Und wenn Sie so wollen, eine kranke Art, gesund zu sein. Und im Grunde musste man sein ganzes Gottesverhältnis aus einer Neurose heraus begreifen. Er war ein neurotischer Mensch, ein exzentrischer Mensch, zweifellos von überragender Genialität. Ein säkulares Genie, gar kein Zweifel, von umfassender Begabung, universal. Allein wenn man seine musikalischen Fähigkeiten bedenkt, er hat Melodien komponiert, die es in sich haben, Texte gedichtet, die es in sich haben, er war ein Sprachgenie, seine Bibelübersetzung ist sprachlich unerreicht. Es gibt keine Bibelübersetzung, die an die Sprachgewalt Luthers herankommt. Er ist überhaupt der Schöpfer unserer hochdeutschen Sprache, die wir heute gebrauchen. Er war auch in religiöser Hinsicht außerordentlich genial. Und hat Worte der Innigkeit, der religiösen Minne gefunden, die wir unbedenklich übernehmen können. Ich kann also ganz und gar nicht wagen, den ganzen Umfang dessen, was die Persönlichkeit und das Werk Luthers ausmacht, jetzt an diesem Abend auch nur annähernd zu erschöpfen. Ich kann mich nur auf einen einzigen Punkt konzentrieren, der freilich für seine religiöse Entwicklung wesentlich ist und aus dem man alles andere begreifen kann und muss. Zunächst einmal müssen wir wissen, dass er in einer Irrlehre aufgewachsen ist. Nicht als Kind, sondern als Student. Er hatte einen strengen Vater. Und man sagt, dass deshalb sein Gottesverhältnis getrübt oder belastet gewesen sei. Er habe keinen rechten Vaterbegriff gehabt, wenigstens zunächst nicht. Er habe einen Angstkomplex gehabt vor dem Vater Gott, weil sein Vater so grausam dreingeschlagen habe.
Das ist natürlich barer, halbpsychologischer Unsinn. Wie viele wissen von Vätern, die draufgeschlagen haben wie auf kaltes Eisen und haben trotzdem kein gestörtes Verhältnis zum himmlischen Vater? Das sind so halbpsychologische Mätzchen. Es war überhaupt üblich, lange Jahrhunderte hindurch, bis in die jüngste Zeit, dass man gemeint hat, Erziehung besteht im Draufschlagen. Je mehr geschlagen wird, desto besser ist die Erziehung. Als Druff, oder mit den Worten Wilhelms II., immer feste Druff. Das hat er allerdings in einem politischen Zusammenhang gesagt. So erzählt Luther, dass sein Vater ihn einmal wegen einer einzigen Nuss, die er genascht hat, so gestäupet habe, dass er gar blutig geworden sei. Aber das kennen wir, das kennen wir. Das ist also eine alte Geschichte, die sich immer wieder holt hat und daraus ist sogar eine gewisse Ideologie gemacht haben. Das gehört nicht notwendig zum Vater, sondern nicht das Wesen der Erziehung. Ist ein falsch verstandener Begriff von Härte und Erziehung. Zu wahrer Erziehung gehört zweifellos auch Härte, auch, aber nicht solche. Und dass Väter an ihren Kindern und Lehrer an den Schülern ihrem Sadismus freien Lauf gelassen haben, ist eine alte Suppe, das kennen wir. Und zu sagen dann von den Söhnen dann später, schade um jeden Schlag, der daneben ging, ist natürlich auch Quatsch mit Soße. Es ist durchaus nicht hart um jeden Schlag, der daneben ging, sondern eine solche Schlagerziehung ist eine falsche Erziehung. Durchaus falsch. Und in nichts gut zu heißen. War immer falsch und wird immer falsch sein. Rechtfertigt diese Falschheit, rechtfertigt allerdings nicht die moderne Falschheit des Anti-Autoritären und des Laissez-faire, des Laissez-passer, nicht wahr, was viele Eltern heute anwenden. Das ist genauso eine Grausamkeit, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Das hat damit nichts zu tun. Ein Extrem rechtfertigt nicht das andere Extrem. Man kann nicht mit einem Extrem das andere Extrem verteidigen. Das ist eine alte logische Unsitte der Menschen. Aber daraus zu folgern, Luther hätte deswegen ein belastetes Gottesverhältnis gehabt, ist Unsinn. Davon wird gar kein Gottesverhältnis belastet. Auch kein Vaterverhältnis. Der Vaterbegriff, wenn er kann durchaus in der Seele gereinigt und geklärt werden. Er hatte als Student, er war außerordentlich begabt, begriff schnell, war ein guter Schüler und war ein lustiger Student und hatte dann plötzlich ein Schreckerlebnis. Er ging neben einem Freund, der neben ihm vom Blitz erschlagen wurde und spontan rief er, Hilf, Sankt Anna, ich will ein Mönch werden. Die heilige Anna war zu der damaligen Zeit außerordentlich verehrt. Was vielleicht noch vorige Generationen kennen und sie vielleicht von ihrer vorgängigen Generation auch noch wissen. Man denke allein an Schlesien, an dem Sankt Annaberg, nicht wahr? Heilige Anna, die vielen Bilder, Anna selbst tritt und so weiter, zeugen davon. Heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Und ging er ins Kloster und dieses Angsterlebnis trieb ihn und offenbarte seine innere neurotische Veranlagung, ganz sicher zu sein, dass Gott ihm gnädig ist. Er wollte es mit absoluter Sicherheit wissen, ganz fest. Gott ist mir gnädig, er nimmt mich an, er will mich und ich bin bei ihm aufgehoben. Nun als Student, als Theologiestudent, lernte er bei Gabriel Biel in Wittenberg und das war ein Nominalist. Überhaupt war der ganze englische, norddeutsche, nordeuropäische bis mitteleuropäische Raum vom Nominalismus damals beherrscht. Es war eine gravierende Irrlehre. Ich will sie ganz kurz aufzuzeigen versuchen. Es kommt von Nomen,
gleich Namen. Die wahre katholische Philosophie und Theologie lehrt, dass der menschliche Geist imstande ist, das zu erkennen, was den Erscheinungen, dem, was die fünf Sinne wahrnehmen, vorausliegt. Also der Menschengeist ist fähig, das Metaphysische, das hinter der Physis, hinter dem Wahrnehmbaren, dem Materiellen ist, hinter dem Greifbaren ist, zu erkennen. Das Materiell war eben falsch, weil sich das ja auch auf eine Substanz, also auf den Träger von Eigenschaften bezieht, aber die Nominalisten behaupten, der Mensch ist nicht fähig dazu. Weil wir durch die Wandererscheinungen hindurch lesen können, intus legere, daher Intellekt oder Intelligenz, darum ist der Mensch imstande, das zu erkennen, was den Erscheinungen vorausliegt, was Träger der Erscheinungen ist. Der Träger der Erscheinungen bzw. der erkennbaren Eigenschaften ist eben das Ding, die Sache. Daher das Fremdwort Substantiv für das Dingwort oder Hauptwort. Das ist eine Person kennzeichnen, ein Lebewesen oder eine Sache. Substantiv ist eine Substanz. Substanz heißt das Darunterliegende, der Träger, das, was einer Eigenschaft unterliegt, der Träger, was die Eigenschaft trägt. Alles, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, alles, womit es überhaupt die Naturwissenschaft zu tun hat, all das hat nur mit den Eigenschaften zu tun. Die Naturwissenschaft hat es überhaupt niemals mit der Substanz zu tun. Die kann die Naturwissenschaft gar nicht erreichen und will sie auch nicht erreichen. Zwar gebraucht sie auch den Begriff Substanz, aber in einer abgewandelten, mehr symbolischen Weise. Im strengen Sinne hat die Naturwissenschaft mit der Substanz rundherum nichts zu tun. Deshalb ist es auch ein vollkommener Unsinn, wenn heutzutage Leute meinen, man müsse aufgrund eines gewandelten Substanzbegriffes in der Naturwissenschaft den Begriff der Transsubstantiation abschaffen. Die Wesensverwandlung, die Substanzwandlung. Wir sind davon überzeugt, die Eigenschaften des Brotes und die Eigenschaften des Weines bleiben. Alles, was der Physiker, der Chemiker feststellen kann, alles, was sich durch Strahlung und so weiter erfassen lässt, das bleibt. Aber das sind alles nur Eigenschaften. Aber der Träger der Eigenschaften, der ändert sich. Es ist dann nicht mehr Brot und Wein, sondern Christus, der die Eigenschaften von Brot und Wein annimmt. Nun behaupten die Nominalisten, wir können überhaupt keine Substanz erkennen. Wir können auch kein den Erscheinungen zugrunde liegendes gemeinsames Wesen erkennen. Wir können nicht aufgrund von gleichen Erscheinungen auf eine gemeinsame, ihnen zugrunde liegende Wesenheit schließen. Wir bilden ja Allgemeinbegriffe. Das Wahre, das Schöne, das Gute, der Mensch, der Baum und so weiter. Das sind alles Allgemeinbegriffe. Nun sagen die Nominalisten, wenn wir sagen, der Mensch, der Baum, die Pflanze, das Tier und so weiter, dann sind das nur Hilfsmittel, Etiketten, die man aufklebt wie auf eine Weinflasche. Reine Namen. Die brauchen wir, diese Etiketten, diese Namen, um überhaupt miteinander reden zu können, um uns zu verständigen über die Erscheinungen, um ihnen einen Namen zu geben, nennen wir sie halt aufgrund ganz bestimmter Ähnlichkeiten, nennen wir sie mit dem gleichen Namen. Aber dieser Name besagt nichts über das innerste Wesen, das ist uns verschlossen. Der Nominalismus also ein Agnostizismus, A heißt im Griechischen nicht, immer die Verneinungsvorsilbe, A, also Gnosis heißt Erkenntnis. Agnostizismus ist die Lehre, dass der Mensch das eigentliche Wesen der Dinge überhaupt nicht erkennen kann.
Wenn er schon das Wesen der Dinge nicht erkennen kann, so sagt der Nominalismus, der mit dem modernen Existenzialismus außerordentlich verwandt ist, wenn wir schon das Wesen der Dinge nicht erkennen, können wir auch das Wesen Gottes nicht erkennen. Gott ist das große, unfassbare, unaussprechbare, unausdenkbare Rätsel. Nicht nur ein Geheimnis, in das unser Geist im Zeichen des Hell-Dunkel in unendlicher Weise einzusteigen vermag, aber womit er nie fertig wird, sondern einfach eine Wand. Er ist zu. Wir wissen von ihm gar nichts. Wenn wir sagen allmächtig und endlich, dann ist das im Grunde nur ein Stammeln gegenüber dem, was wir nicht wissen können. Der schlechthin Unfassbare, das ist Gott. Von daher wissen wir auch gar nicht, warum er die Gebote verordnet hat, die 10 Gebote. Er hat sie verordnet, weil er sie verordnen wollte. Und weil er sie verordnen wollte, sind sie gut. So lehrt der Nominalismus. Ganz anders die katholische Lehre, die das sagt. Gott hat die Gebote gegeben, weil sie gut sind. Das heißt, weil sie dem Wesen des Menschen entsprechen. Mit den 10 Geboten wird das Wesen des Menschen geradezu beschrieben. Das, was dem Menschen entspricht, und Gott hat die Gebote gegeben, weil sie dem Wesen des Menschen entsprechen. Er hätte gar keine anderen Gebote geben können, weil sie damit seinem eigenen Wesen widersprochen hätten. Denn was Gott ausdenkt, alles Geschaffene, seinem Inhalt nach, also seinem Wesen nach, jenem Wesen, das den Erscheinungen vorausliegt, das ist in Gott selber gegründet. Wenn Gott also dem Wesen dessen, was er geschaffen hat, widerspricht, widerspricht er damit sich selbst. Gott kann sich nicht selber widersprechen, also hätte er gar keine anderen Gebote geben können. Er hat die Gebote erlassen, weil sie gut sind. Und sie sind nicht gut, weil er sie erlassen hat, sondern er hat sie erlassen, weil sie gut sind. So die katholische Lehre, die durchaus davon überzeugt ist, dass man in Gottes Wesen eindringen kann, bis zu einem gewissen Grade, allein schon durch die, allerdings von der Gnade gestärkte, menschliche Vernunft. Und von daher kann man dann auch wissen, warum. Erst recht sind wir durch Christus in dieses Warum Gottes eingeweiht. Das alles hat der Nominalismus geleugnet. Da ist der Willkürgott. Wie kann ich, fragt Luther, jetzt feststellen, dass Gott mir gnädig ist? Ich muss und kann es nur dadurch feststellen, dass ich seinem Willkürwillen entspreche. Ich muss das tun, was er gebietet. Um es ganz sicher zu wissen, um es 150 und 200%ig zu wissen, muss ich halt 150%ig und 200%ig seinen Willen erfüllen. Ich muss also Klassenprimus sein vor dem Angesichte Gottes. Ich muss es richtig machen. Darüber ist er eigentlich verrückt geworden beinahe. Im Kloster hat er Höllenqualen erlitten. Er hat sich gegeißelt. Er hat sich kasteit. Er hat gefastet. Er hat gebetet. Er hat Abbruch getan im Schlaf. Er hat die Ordnung, die Regel des Klosters bis aufs Tüpfelchen genau befolgt. Aber er hätte kein so großer Geist sein müssen, um nicht zu erkennen, dass das alles nichts ist als eine grausige Komödie. Denn es entging ihm nicht, dass in der Tiefe des Seelenlebens halt doch alles nicht so ist, wie es sein soll. Dass unsere Beweggründe mies sind, verdächtig, zwielichtig, unredlich, unklar, ungar, verwoben, verschroben, ineinander verschränkt,
und so weiter. Er wusste, ich mache mir dauernd nur was vor. Ich spiele vor mir selber die Rolle eines 200-Prozentigen. Ich mache, jawohl, ich mache. Ich dränge mich an, ich mache mich dabei verrückt und weiß, ich brauche doch nichts. Ich bin ein ganz armseliges Wrack. Das ist ihm so klar bewusst gewesen, wie selten jemandem in der Geschichte des Geistes. Man kann das nur mit dem heiligen Paulus, dem heiligen Augustinus, gerade den steht er ja auch geistig sehr nahe, vergleichen, dann aber auch mit solchen Seelenkennern, auch mit Atheisten wie einem Nietzsche, der mit unbarmherzig ätzender Schärfe in die tiefe Menschenseelenlebens eindrang und die Verdächtigkeit sehr vieler Frömmigkeitsregungen entlarvte, Dostojewski, Tolstoi und so weiter, mit ihrem unbestechlichen Blick, sie machen sich nichts vor. Also Luther erkannte, mit Machen kann ich mir das Himmelreich nicht gewinnen und kann ich mir keinen gnädigen Gott erzwingen. Er wollte ihn aber geradezu zwingen, ihm gnädig zu sein. Ich mache das alles. Und was bleibt dir jetzt anders übrig, als mir gnädig zu sein? Also eine im Letzten bis zum Äußersten durchgezogene pharisäische Linie. Allerdings anders als die Pharisäer machte er sich nichts vor. Er war gequält. Er wusste, das ist alles Komödie, das ist alles Schall und Rauch. Ich mache mir dauernd was vor. Ich täusche mich, belüge mich selber. Das ist alles nichts. Er lief mit finsterem Gesicht einher, er begann Gott, den er nicht zwingen konnte, ihm gnädig zu sein, zu hassen. Er erzählte selbst. Mittlerweile, durch seinen eisernen Fleiß und seine übermächtige Begabung, wurde er relativ schnell Professor der Theologie und der Exegese in Wittenberg. Lehrte dort zum x-ten Male die Evangelien in ihrer Auslegung und die Briefe des heiligen Paulus in ihrer Auslegung. Und da geschah es, und das ist der entscheidende Augenblick in Luthers Leben, im Turm zu Wittenberg, das große Turmerlebnis. Das ist der entscheidende Augenblick, nicht etwa die Ablassgeschichte, wie manchmal getan wird, sondern das Turmerlebnis. Da fiel sein Blick im Römerbrief auf jene Stelle, die er schon oft gelesen, über die er schon oft geredet hatte, ohne sie auf sich selber anzuwenden und ohne sie in der ganzen Intensität, Gewichtigkeit, Schicksalhaftigkeit zu begreifen. Das geht einem ja oft so. Man hört tausendmal was, aber tausendmal was, auf einmal begreifen wir es. Es plätschert am Ohr vorbei, es geht ins Ohr rein, es tickert ab, aber nicht in die Tiefe. Auf einmal, ach, ja natürlich, wird es einem klar. Bei ihm war das dann ganz abrupt, wie ein vulkanisches Erlebnis. Er schreibt davon, es war mir, als würde es die Schuppen von den Augen fallen und würde ich sogleich von der Hölle in den Himmel springen. Es war die Stelle, in der Paulus schreibt, mein Gerechter lebt aus dem Glauben. Das ist ein Zitat, das Paulus bringt aus dem Alten Bund. Und die andere Stelle, in der er schreibt, im Zusammenhang einer langen Passage, dass wir vom Gesetzesdienst befreit sind. Wir halten dafür, dass der Mensch gerechtfertigt werde, nicht durch die Werke des Gesetzes, sondern durch den Glauben. Luther fügt in seiner Übersetzung hinzu, allein durch den Glauben, und darüber ist viel gelästert worden, weil er das allein hinzugefügt hat, aber das ist ganz und gar legitim.
Der heilige Paulus hätte auch das allein hinzugefügt. Das ist also nicht wert, darüber länger zu reden. Er hat es getan, um es zu betonen, und die Betonung war vollkommen richtig. Es steht so da. Wir werden gerettet, gerechtfertigt. Was heißt denn eigentlich gerechtfertigt? Gültig gemacht in Gott. In die senkrechte, in die lotrechte gerückt. Das heißt ja die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung, die Justificatio. Wir wissen ja, wenn etwas justiert wird, gell? Durch ein Lot, dann wird es lotrecht gemacht. Wenn der Mensch in Gott hineingerät, dann ist er lotrecht. Das ist alles zu verstehen, wenn im Neuen Bund das Wort Gerechtigkeit gebraucht wird oder Rechtfertigung. Das hat mit Verteilen der Gerechtigkeit gar nichts zu tun. Er wird gerechtfertigt, das heißt erlöst. Er wird aus seinem gottlosen Zustand, aus seinem Verwiesensein ins Innerweltliche herausgelöst, erlöst, gerettet und hineingehoben, hinaufgehoben in Gott, in die Senkrechte. Von Gott also angenommen. Das ist gerechtfertigt. Und er wird es nicht dadurch, dass er dies oder jenes tut, sondern dass er sich dem sich anbietenden Heilswillen Gottes hingibt. Wir nehmen das, was Christus anbietet, an. Und er gibt es uns völlig umsonst. Wir können also das Heil, die Rechtfertigung, das in Christus sein, durch nichts verdienen. Ist das katholische Lehre? Ungeteilt ja. Also, im Grunde war das in sich, objektiv gesehen vom Inhalt, eine Bekehrung Luthers zum Katholischen. Zunächst gesehen und objektiv gesehen, ja, vollkommen richtig. Wir können uns auf den Kopf stellen, das schreibt Paulus sehr oft, wir können machen, was wir wollen. Wir können die Gnade Gottes uns nicht erzwingen, die wird uns umsonst gegeben. Auf die Werke, die daraus hervorgehen, spreche ich noch. Aber jetzt mal Luther. Wie ist jetzt das letztlich bei Luther gelandet? Wir haben gesehen, Luther war sehr zwanghaft. Dazu hat ihm der Nominalismus verholfen, aber offenbar lag es auch in seiner neurotischen Natur. Er wollte es ganz sicher wissen, so sicher wie 2 × 2 = 4, ich bin angenommen von Gott, ich habe einen gnädigen Gott. Jetzt kommt das große Aha-Erlebnis. Er hat gemerkt, ich kann mich auf den Kopf stellen, in mir ist also doch alles ziemlich chaotisch. Ich bin ein sehr fragwürdiges Wesen und ich kann tun, was ich will an Kasteiungen und Fasten und Opfern, in mir bleibt das rebellische, neidische, missgünstige, zwielichtige, falsche, gemeine und so weiter, bleibt doch. Es ist in mir nun mal da, richtige Erkenntnis. Aha, sagt Luther, gut. Gott ist mir gnädig. Umsonst. Ich kann das nicht erzwingen, ich kann es nicht durch eigene Werke an mir selber feststellen, sondern nur aufgrund der Zusage Gottes kann ich es wissen. Aber jetzt, typisch Luther, jetzt will er es auch wieder ganz genau und zwar absolut sicher, unweigerlich, für immer, unveränderlich wissen. So unveränderlich, so metaphysisch sicher, wie, so absolut sicher wie 2 × 2 = 4. Es gibt ja 3 Grade der Sicherheit. Das eine ist die sogenannte metaphysische oder absolute Sicherheit. Absolut sicher ist, dass es Gott gibt, dass ich bin, dass Sie sind. Absolut sicher ist 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, das ist absolut sicher.
Das liegt nicht an Gottes Willen, sondern an Gottes Wesen, dass es so ist. Daran kann sich nichts ändern. Das ist ein logisches Gesetz. Die logischen Gesetze sind absolut sicher. Dann die zweite Stufe der Sicherheit ist die physische Sicherheit. Dass morgen also die Sonne aufgeht, morgen früh, ist für sich sicher. Dass dann und dann der Mond Vollmond ist, ist für sich sicher. Danach wird Ostern ja berechnet, ja? Das Osterfest, war am Mond. Der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond ist Ostern. Danach wird der ganze Festkreis des Jahres berechnet. Der Schott wird vom Mond dirigiert, nicht wahr? Und redigiert. Das ist eine sogenannte physische Sicherheit. Gut. Aber es ist keine absolute Sicherheit. Es könnte ja eine Naturkatastrophe passieren. Ja? Gott kann eingreifen in die in den Vollzug der Naturgesetze. Er kann die Naturgesetze anders zur Anwendung bringen und so weiter. Jedenfalls, das ist keine absolute Sicherheit. Es könnte ja irgendwas anderes kommen. Es ist denkbar. Die absolute Sicherheit, deren Gegenteil ist undenkbar. Das Gegenteil der physischen Sicherheit ist denkbar. Wir wachen morgens auf und es ist 10 Uhr und es ist stockdunkel. Nicht wahr? Das ist also eine Denkbarkeit. Und dann gibt es die sogenannte moralische Sicherheit. Das hat mit Bravsein im Sinne von Moral nichts zu tun, sondern kommt von Moos, die Sitte. Nach dem, was normalerweise man unter normalen, gesunden Umständen von einem Menschen erwarten kann, ist man sicher, dass das und das nicht passiert. Also bin ich moralisch jetzt sicher, dass sie jetzt nicht plötzlich auf einmal anfangen alle und tanzen plötzlich Boogie Woogie. Ja? Das ist eine sogenannte moralische Sicherheit. Nicht wahr? Oder dass nicht plötzlich jetzt jemand von Ihnen kommt oder mein linker Nachbar mir plötzlich einen Dolch in die Seite stößt. Bin ich moralisch sicher. Aber das ist keine physische Sicherheit, gell? Das ist nicht gegen die Naturgesetze, aber so wie ich von seiner Normalität her aus rechnen kann, ist es eine echte Sicherheit. Gell? Deshalb fühle ich mich ganz sicher jetzt auf meinem Platz, in dem ich mich befinde. Gell? Ja, ja. Also, das sind die drei Grade der Sicherheit, Frauen. Nun, Luther will, ich komme nachher noch auf die katholische Lehre zu sprechen, eine absolute metaphysische Heilsgewissheit. Also mit anderen Worten, wenn ich Gott nicht zwingen kann, aha, Gott zwingt mich zum Heil. Das ist Luthers persönliche und jetzt schon nicht mehr katholische Konsequenz. Ich will das mal vergleichen. Das ist eine Art Hysterie. Eine Art Hysterie ist es letztlich. Und Luther war pathologisch in dieser Hinsicht, zweifellos. Sehen Sie mal, es gibt Ehefrauen, natürlich auch Ehemänner, aber sagen wir mal Ehefrauen, ich weiß ja, die wollen sich der Treue ihres Mannes absolut sicher sein, so sicher wie 2 × 2 = 4. Sie wollen geradezu himmlische, von Gott beglaubigte und für alle Ewigkeit abgesicherte Policen für die Treue ihres Mannes. Das führt natürlich zur Hysterie, ist ja ganz logisch. Denn diese Policen gibt es ja nicht. Die kann es nicht geben. Für die Treue, für die Liebe gibt es keine absolute Sicherheit. Sie beruht auf Vertrauen. Vertrauen. Und dieses Vertrauen schafft eine sogenannte moralische Sicherheit. Deshalb wehrt die katholische Kirche, dass der Mensch eine moralische Heilsgewissheit, aber keine absolute Heilsgewissheit hat. Und die moralische Heilsgewissheit ist zugleich eine dynamische Heilsgewissheit, wie sich aus der lebendig gehaltenen Liebe zweier Liebender sie sich ergibt. Also, wie ist die Frau kann der Treue ihres Mannes moralisch sicher sein. Wann? Wenn sie nicht
die absolute Sicherheit erstrebt. Wenn sie absolute Sicherheit erstrebt, wird sie hysterisch, verrückt und so weiter und so weiter, verfolgt ihn. Ich habe schon erlebt, dass Detektive angestellt worden sind und so weiter, um die Treue des Mannes zu überwachen. Er kommt eine Viertelstunde später als sonst. Ah, wo warst du? Und so weiter und so weiter. Oder er ist mal verreist, gell, und dann wird er 100.000 Mal gefragt, warst du mir auch treu. Das ist natürlich das beste Mittel, um das Gegenteil von dem zu erreichen, was erreicht werden will. Man wird dadurch mit Sicherheit den Mann genau dorthin treiben, wo man ihn nicht haben kann. Das ist ein bekanntes Mittel. Das ist die berühmte Hysterie, die absolute Sicherheit will. Sie schafft eine neurotische Haltung, kommt aus einer neurotischen Haltung. Und die Sicherheit in der Liebe, die Sicherheit über die Treue des Partners beruht im Vertrauen. Das grenzenlose Vertrauen bindet. Das unbefangene, vorbehaltlose, fraglose Vertrauen bindet. Und dieses Vertrauen muss natürlich lebendig gehalten werden. Liebe muss lebendig gehalten werden. Darüber könnte man jetzt lange sprechen, das gilt im Religiösen wie im Erotischen. Überhaupt Eros und Religion sind zwei einander entsprechende, parallel laufende und austauschbare Gegebenheiten. Wie es zwischen Liebenden ist, so muss es sein, wie zwischen Christus und dir, zwischen Gott und dir. Liebende müssen die Liebe lebendig halten. Sie schafft Spannungen, die müssen bewältigt, besprochen werden. Es muss immer wieder ein Zueinander geben. Die Liebe muss immer neu geweckt werden. Sie muss immer zu einem Neuheitserlebnis werden. Sie muss gehegt und gepflegt werden. Ja? Mit dem Stempel des Standesbeamten und des Pfarrers im Dinges ist die Sache nicht geritzt, sondern deshalb vermuffen ja so viele Ehen. Gell? Hier ist schon dicht. Wir sind unserer Sache sicher, ja, und jetzt kann es nichts mehr passieren, und dann kommt das traute Heim, Glück allein, Pünktchen, 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 weil eben alles so schön im Wahn der Sicherheit abgeschlossen ist. Man darf von der Sicherheit nicht ausgehen, von dieser sogenannten absoluten Sicherheit, und man darf sie nicht anstreben, die absolute Sicherheit, sondern man muss sie im Zeichen des Vertrauens, des fraglosen Vertrauens, lebendig haben. Das ist das Gesetz der Liebe schlechthin, besonders in der Ehe. Über die Seltenheit oder Häufigkeit eines solchen Liebes-Du zu Du in der Ehe wollen wir jetzt hier nicht reden. Jedenfalls ist das unausweichliche Gesetz. Aufeinander hören, sich in anderen hineinversetzen, in anderen hineinschlüpfen, misstrauisch sein gegenüber den eigenen Vorstellungen, und sich immer wieder dem anderen öffnen, gegenseitig. Wenn das ist, wirklich selten, dann ist die Liebe im Alltag bewahrt. Was sehr schwer ist, denn Liebe und Alltag beißen sich. Sieht sich auch im Gottesverhältnis. Es muss lebendig gehalten werden, das Du zu Christus. Nicht ich glaube, peng, fertig ab, ich weiß ja, wo ich hingehöre, ich weiß, was ich zu glauben habe, ich habe es gelernt. Schau dicht, mir kann nichts mehr passieren, ich glaube, fertig, sie glaube. Nein, sondern das ist ein ständiges, dynamisches Wachhalten des Du zu Du. Und in diesem Vertrauen lebt dann jene Sicherheit, die sich aus dem Vertrauen ergibt. Eine dynamische, moralische Heilsgewissheit. Da hapert es, aber genau da ist es bei Luther dann letztlich zu Ende. Er sagt, Gott zwingt mich zum Heil. Ich kann ihn nicht zwingen, er zwingt mich. Das ist im Grunde seine Pathologie, seine Krankhaftigkeit. Sehen Sie mal, auch jetzt wieder ein Rekurs auf Ehe. Das ist also ein unverzichtbares Moment der Erklärung. Sie wundern sich manchmal, es wird ja heute oft gezeigt, die sogenannten Frauenhäuser. Nach 20 Jahren, wo sie ununterbrochen Prügel bezogen haben, melden sie sich auf einmal im Frauenhaus
um Schutz zu suchen vor ihrem Mann, der sie ständig bedroht und bedrängt und sie schlägt und einsperrt und ihn nicht ausgehen lässt und so weiter. Sie entweichen dann. Irgendwann einmal sind sie ja schon öfters mal ausgewichen, aber sie haben es ausgehalten. Ja, warum hast du das denn eigentlich ausgehalten? Im Frauenhaus sind sie vielleicht 8 Tage, ich war die Schlüssel und so weiter werden entsprechend gesichert, dass der da selbst nicht rein kann, der Mann. Oder sie trennt sich vom Mann, damit er nicht in die Wohnung kommt, werden die Schlösser ausgetauscht, damit er mit dem Schlüssel sie nicht immer wieder bedrängt. Und 8 Tage später sieht man sie wieder in trauter Einheit beieinander. Traut in Anführungszeichen. Sehr oft. Nicht wahr? Sehr, sehr oft. Erschreckend oft. Wie kommt das? Warum halten das Frauen so lange aus? Das ist die Umkehrung, genau diese Umkehrung, von der ich eben gesprochen habe. Wenn sie sich durch Nachforschung und Bedrängen der Liebe des Mannes nicht sicher sein können, wenn sie ihn nicht zwingen können zur Treue, dann sind sie froh, wenn er wenigstens eifersüchtig ist und sie zwingt. Dann sind sie auf diese Weise seiner sicher. Mag er mich doch schlagen, ist es doch seine Hand, die mich schlägt. Gell? Die werden geschlagen, erniedrigt, misshandelt und so weiter. Naja, und wenn man sie dann fragt, ja, liebes Kind, bist du noch zu retten? Warum hältst du es überhaupt aus? Ja, jetzt haben wir mit Ach und Krach dich vor diesem Unhold getrennt und die Schlüssel ausgetauscht, damit er nicht mehr in deine Wohnung kommt. Jetzt bist du ja doch wieder mit ihm zusammen, lässt rein. Ja, dann bin ich so ganz lanz, gell? Das ist an sich eine menschenunwürdige und animalische, also eine tierische Einstellung, die im Grunde erschreckend ist. Aber sie kommt aus dieser krankhaften Sucht. Wenn ich auch eingesperrt werde, aber dann habe ich ihn doch sicher für mich und ich bin nicht allein. Nur nicht allein sein. Irrsinn, nur nicht allein sein. Und wenn er mich schlägt, ich bin dann wenigstens nicht allein. Wenn er mich tritt und misshandelt, ich bin dann wenigstens nicht allein. Im Grunde ist dieses sich beugen Luthers vor dem gnädigen Gott zugleich in die Richtung dieses Missverständnisses hineinzuloten. Denn der gnädige Gott winkt ihn mit seiner Gnade. Er kann gar nicht anders. Und das führt dann schließlich Calvin mit unnachsichtiger Konsequenz durch. Und wenn Luther recht hat, hat Calvin nämlich auch recht. Nur geht Luther dann wieder in seiner gesunden Art, krank zu sein, nicht bis zum Äußersten. Luther sagt ja auch, Gott wählt den Menschen aus. Und wen er auswählt, den hat er. Den hat er. Und er kann sich drehen, winden, wie er will, der kommt in den Himmel. Bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Oder er wird vom Teufel geritten. Von Gott geritten oder vom Teufel geritten. Und daraus hat dann Calvin konsequenterweise seine Prädestinationslehre geschaffen. Gott, sagt Calvin, hat von vornherein die einen Menschen für die Hölle bestimmt und die anderen Menschen für den Himmel. Wer für den Himmel bestimmt ist, der kann machen, was er will, der kommt in den Himmel. Und wer für die Hölle bestimmt ist, der kann auch machen, was er will, der kommt in die Hölle. Der wird deswegen Böses tun, weil er für die Hölle bestimmt ist. Der kommt nicht in die Hölle, weil er Böses tut, sondern er tut Böses, weil er in die Hölle kommt. Und der andere tut Gutes, weil er in den Himmel kommt. Er kommt nicht in den Himmel, weil er Gutes tut, sondern er tut Gutes, weil er in den Himmel kommt. Das ist die äußerste Konsequenz Calvins und die ist im Grunde keimhaft bei Luther schon angelegt. Zweifellos gibt es dann bei Luther auch ganz andere Töne der innigen der Liebe, der Minne, der Gottesminne, der Hingabe,
der Christusvertrautheit. Und Gott sei Dank ist Luther immerhin so gesund gewesen, dass im Raum der lutherischen Kirche sehr viel erblühen konnte, was aus katholischem Stoff ist. Wir denken nur an die Passion von Schütz und Johann Sebastian Bach und so weiter und so weiter. Ja? Das ist aus katholischem Stoff. Das ist Jesus-Minne, ganz zweifellos. Das ist Innigkeit. Ja? Daher fehlt dieser harte, grausame Zug, der bilderfeindliche, kalte Zug eines Calvin. Da blüht es und lebt es und liebt es und singt es. Das ist zweifellos da. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber das liegt an der glücklichen, man möchte gerade so sagen, gesegneten Inkonsequenz Luthers. Letztlich, soweit es ihn betrifft, zieht er die Konsequenz, mir kann nichts passieren. Ja, wieso denn? Es könnte doch sein, dass du in Sünde fällst. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als zu sündigen. Ich kann mich ja auf den Kopf stellen. Ich sündige. Und wenn ich unbedingt die Sünde vermeiden will, ist das schon wieder eine Sünde, weil ich mir dadurch einbilde, aus eigener Kraft die Sünde meiden zu können. Das ist geradezu eine Anmaßung, die Sünde meiden zu wollen oder gute Werke tun zu wollen. So lehrt Luther. Das ist einer der deutlich und ausdrücklich verworfenen Sätze Luthers. Ja? Der Wille, Gutes zu tun, der Wille, die Sünde zu meiden, ist in sich selber sündhaft, sagt er. Ich bin Sünder vor der Rechtfertigung und nach der Rechtfertigung. Ich bin Krüppel vorher und nachher. Die Rechtfertigung, die Auserwählung, ändert nichts daran, dass ich aus mir nichts anderes kann als sündigen. Ja, aber, nichts ja, aber. Wenn es dann davon abhängt, dass ich irgendwie nicht sündige, bin ich ja schon wieder hineingedrängt in meine Hysterie. Da muss ich ja schon wieder Angst haben. Halt einmal, jetzt habe ich was getan, was eventuell mich vom Heiler abschneidet. Jetzt habe ich wieder böse Gedanken. Jetzt kommt Rachsucht, Schadenfreude und all das, was in jedem von uns brodelt und schwert, nicht wahr? Dieser ganze Umfang des Chaos ist ja dann wiederum ein Einwand gegen die Rechtfertigung. Es darf keinen Einwand, sagt Luther, gegen die Rechtfertigung geben. Er hat mich zur Gnade gezwungen, ich gehöre ihm. Und dass er mich zur Gnade, also zum Angenommenwerden von Gott zwingt, dass er mich in seine Liebe, in sein Geliebtwerden zwingt und in sein Geliebtsein zwingt, dass dieses reine Gotteswerk spiegelt sich auf meiner Seite so wieder, dass ich eben fest daran glaube. Ich werde in den Himmel kommen und bin deshalb froh. Und dann sagt Luther, wer so ganz sicher ist, dass ihm nichts mehr passieren kann, dass er in den Himmel kommt, der wird deswegen in den Himmel kommen und wird deswegen aus Dankbarkeit heraus automatisch Gutes tun. Das Gute, das er dann tut, ist aber auch Gottes Werk und nicht sein Werk. Wenn er es aus eigenem tun will, wenn er Gutes tun will, ist schon die Anmaßung da. Das ist alles auch Sünde. Nein, er darf gar nichts Gutes tun wollen, sondern er wird Gutes tun, weil er gerechtfertigt ist und wird nicht gerechtfertigt, weil er Gutes tut. Und er wird in den Himmel kommen, weil er in den Himmel kommen wird, und deshalb wird er automatisch Gutes tun durch die Kraft Gottes, die aus ihm das Gute herausschlägt, wie der Schmied mit seinen Hammerschlägen Funken aus dem Eisen schlägt, so schlägt Gott eben aus ihm gute Werke heraus, die von selber kommen. Wenn Luther nun aufgrund seiner ihn ungeheuer befreienden Sicht, worin sie falsch ist, werde ich gleich noch sagen, weiter sagen, wie Luther nun
seine Konsequenzen zog, einen großen Mut gewann, zu den zusätzlichen Irrwegen innerhalb der Kirche aufzutreten, dann das Kind allerdings nachher mit dem Bade auszuschütten und so weiter und so weiter. Wie er gegen den Ablasshandel die 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche schlug, übrigens war das ein akademischer Vorgang, es wird dann oft so hingestellt, da steht der junge Mönch und schlägt die mit martialischer Miene die Thesen an die Wand und die Menschen drängen sich, die konnten gar nicht drängen, denn das war lateinisch, was er da veröffentlicht hat. Es war üblich, Thesen zu veröffentlichen, um dadurch zu einer Disputation einzuladen. Mehr war das gar nicht. Nur wurde das von anderen schleunigst ins Deutsche übersetzt und ging dann von Hand zu Hand und wie ein Lauffeuer. Das war das, gell? Also, dass sich da die Leute, es gibt ja so Bilder, nicht wahr? Haben Sie sich vielleicht schon mal gesehen, die Leute drängen sich. Ich lege natürlich Quatsch, gell? Sondern er hat aufgrund dieser Ablassvorgänge die 95 Thesen ausgehängt, das war üblich, wie am schwarzen Brett, und damit zur Disputation eingeladen innerhalb der Akademie. So war das zu verstehen. Wo er gegen diesen völlig falschen Ablasshandel, der natürlich ein Skandal war und auch völlig unkatholisch war, vorging. Denn die lieben Mönchlein im Gefolge von Tetzel sagten, dass man durch ein Geldopfer sich einen Ablass erwerben könnte. Nun ist das in sich nicht ganz falsch, wenn einen Geldbetrag opfert, dabei Reue erweckt oder das Bußsakrament empfängt, dann kann aufgrund eines solchen Werkes, das ein echtes Opfer ist, einem Sündenstrafe nachgelassen werden. Aber keine Sünden. Der Nachlass der Sündenstrafen setzt die Vergebung der Sünden voraus. Nun haben diese Mönchlein da gelehrt, mit dem Geldopfer werden nicht nur die Sündenstrafen getilgt, sondern auch die Sünden, ja sogar künftige Sünden, praktisch. Ja? Also ich bezahle meinetwegen eine gewisse Summe, um die Sünden der nächsten 3 Monate schon zu tilgen. Und dann kann ich aufgrund dieser Vorleistung dann lustig drauf lossündigen, ist ja sowieso alles schon vergeben. Das war natürlich ein Skandal allerhöchsten Grades und da hätte wohl jeder wache Katholik mit einigermaßen Gewissen sofort dagegen eingeschritten. Ja, da gab es überhaupt keine Entschuldigung. Nur in den Thesen Luthers standen eben Dinge, die nicht nur diesen Missbrauch, sondern überhaupt den Ablass und so weiter als eine Unmöglichkeit darstellten. Ganz abgesehen davon, dass Tetzel selber so nicht lehrte, nachweislich. Er wird immer als der Bösewicht geschildert, der das selber aufgeschrieben hätte, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele vom Wegfeuer in den Himmel springt, denn es sollte, konnte ja auch dann nach dieser Predigt der Mönchlein angewendet werden auf die Seele im Fegfeuer. Eine alte Ablasslehre, die in sich richtig ist, wenn sie richtig gehandhabt wird. Gell? Sobald das Geld im Kasten klingt, das heißt mit anderen Worten, es kommt nur auf die reine Tat des Spendens an, nicht wahr? Und da geschieht es automatisch durch die Tat. Damit würde das Geld einwerfen zu einem Sakrament erhoben und missbraucht, nicht wahr? Und darin liegt das Skandalöse in diesem ganzen Treiben. Tetzel selbst hat das nicht getan, aber seine kleinen Dummerchen, die ihm nachliefen, die von Theologie so viel verstanden, wie der Herr Börner von der Philosophie Kants, nicht wahr? Die haben natürlich diesen kalten Kaffee da gelehrt. Und dagegen ist Luther mit Recht aufgestanden und hat dann diesen Furore gemacht und man muss sagen, seine ganze Verhaltensweise, sein Mut vor Kaiser und Reich zu erscheinen im Wormser Reichstag, die nicht abzuschwören,
nicht zu widerrufen und dazustehen zu sagen, hier stehe ich, Gott helfe mir, Amen. Ich kann nicht anders, das ist also nicht bezeugt, nur hier stehe ich, gell, Gott helfe mir, Amen. Da imponiert er durchaus. Als er zum ersten Mal da diese gewaltige Versammlung erblickte, bekam es mit der Angst zu tun, bekam leichte Atemnot und bat einen Tag Bedenkzeit. Und dann hat er sich gesammelt und ist hingegangen. Und dann vor den Toren hat ihn der berühmte Landsknechtshauptmann Frunsberg auf die Schultern geklopft mit dem berühmten Wort: Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang, aber so ist deine Überzeugung ist und du in Gottes Willen geborgen, dich glaubest so, geh nur für Bass, Gott wird mit dir sein und so weiter. Und ich gehe nach Worms und wenn es auf dem Wege so viel Teufel wären wie Ziegel auf den Dächern, ich ginge doch hin. Das alles ist durchaus imponierend. Dann ging er auf die Wartburg, er wurde in die Reichsacht getan, vorher wurde er ja schon exkommuniziert. Die Bannbulle ins Feuer geworfen, unter dem Beifall der Studenten und mit den Worten, die Bannbulle ins Feuer geworfen, da du den Heiligen Gottes beleidigt hast, verzehre dich das ewige Feuer. Aus der Reichsacht wurde er dann befreit, er war also praktisch vogelfrei, durch den Kurfürsten Friedrich den Weisen, der dann auf die Wartburg da hineingerettet und dort begann er mit der Bibelübersetzung. Trat dann wieder, nachdem er einigermaßen sicher war, aus seinem Versteck heraus, als dann die Bilderstürmer und so weiter seine Lehre missdeutend gewütet hatten. Nun, wie ist das mit den guten Werken, mit den Verdiensten? Sie hatten eben mit Recht auf das Wort des heiligen Jakobus hingewiesen, der Glaube ohne Werke ist tot. Ganz richtig. Nun ist auch der Glaubensbegriff bei Luther anders eingefärbt, einseitig eingefärbt. Das, was Luther unter Glauben versteht, muss zweifellos auch in unserem katholischen Glaubensbegriff drinnen, mit drinnen sein. Ist die vertrauende Hingabe an das Liebesangebot des liebenden Herrn. Vollkommen richtig. Ich gebe mich dem hin, der meine Seele liebt. Ich habe ihn gefunden und bin jetzt befreit. Ich atme in ihm auf, in ihm ist alles gut. Das ist die Hingabe, die persönliche, die zugleich aber verknüpft ist mit dem festen Fürwahrhalten dessen, was dieser liebend sich anbietende Gott offenbart hat. Und dazu gehört der ganze Kosmos der gottmenschlichen Wahrheiten. Und diese objektiven Inhalte, denen der erleuchtete, begnadete Menschengeist in der Kraft der Gnade Gottes zustimmt, der ist eigentlich von Luther unerhört vernachlässigt. Bei ihm wird der Glaube eingeschränkt auf einen bloßen, personalen Akt der Hingabe und ist bei Luther faktisch dasselbe wie die Hoffnung und die Liebe. Es ist gar kein Unterschied bei Luther. Der Glaubensakt ist ein Akt der persönlichen Hingabe, ja letztlich gesehen, wie gesagt, des Bewusstseins ergriffen zu sein, endgültig und unwiderruflich in die Gnade Gottes hineingezwungen zu sein. Das Wissen, ich werde in den Himmel kommen, das ist bei Luther der Glaube. Während beim Katholiken dieses, dass sich Gott als der Mensch gewordene und gekreuzigte auferstanden, mir anbietet, schließt ein, dass mein durch den Glauben erleuchteter Geist alles erkennt, was damit für die gesamte Menschheit und für die gesamte Welt geschehen ist. Ich darf es allein für mich beanspruchen, aber ich weiß, dass es für
alle, für jeden einzelnen Menschen, für alle Geschöpfe, für alle Engel, Pflanzen, Tiere, Materie, für alles, was es überhaupt gibt, gilt. Und darum ist die Hingabe an den sich anbietenden Gott zugleich das Erwachen einer weltumspannenden Weisheit, die alles deutet, ohne von irgendjemandem gedeutet werden zu können. Das fehlt bei Luther, dieser objektive Gesichtspunkt von objektiven Inhalten. Es ist also sowohl falsch, wenn ich meine, der Glaube steht nur darin, dass ich freundlicherweise für wahr halte, was die Kirche lehrt. Wie der von mir so oft zitierte Dorfbewohner zu meinem Regens, als er Kaplan war, gesagt hat: Herr Kaplan, ich glaube ja alles, was die Kirche lehrt, aber ich steht ja lache, wenn es nachher anders wäre. Der bezog sich nur auf objektive Gegebenheiten, die er gelernt hat in der Schule. Wenn er es nicht gelernt hat, hat er mit den Fingern drauf gekriegt. Gell? Ich glaube das alles, ich nehme das alles an, wie eine objektive Sache, wie dass der Mississippi da so und so viele Kilometer lang ist und dass es da und dort Eisenerz gibt. Das sind alles Wahrheiten. Gell? So fassen manche katholische Christen die Wahrheiten auf, die Gott geoffenbart hat. Das sind alles Wahrheiten, nicht wahr? Die erkenne ich an. Gell? Wenn ich sie nicht anerkenne, bin ich kein anständiger Mensch. Ich glaube das ja alles. Das heißt, ich halte es für wahr. Dass ich alles auf ihn beziehe, dass er persönlich damit gemeint ist, dass das Schicksal sein Schicksal ist, übersehen halt viele. Luther hat nur den schicksalhaften Aspekt gesehen und er hat den großen kosmischen, inhaltlichen Aspekt darüber vergessen. Andere sehen nur den inhaltlichen Aspekt und vergessen darüber den personalen, schicksalhaften Bezug. Der Glaube ist das Eingehen auf das Liebesangebot des menschgewordenen, geopferten Gottes. Ganz sicher. Wer glaubt, der wird gute Werke tun. Wollen, mit Recht wollen. Denn er will ja, was der Geliebte will, was Christus will. Ich kann ja keinen lieben, ohne sein Wohl zu wollen und zu ihm als zu etwas Wesenhaftem Ja zu sagen. Ich kann nicht zu Gott Ja sagen und das, was er wesenhaft will, verachten. Ich werde also automatisch als Frucht meiner Hingabe gute Werke tun. Das meint der heilige Jakobus. Der Glaube ohne Werke ist tot. Aber der Glaube ist zunächst einmal die Einleitung, das Eingehen auf das umsonst gegebene Werk der Rechtfertigung und der Erlösung. Die ist umsonst gegeben. Nachdem ich erlöst bin, kann ich dann Kraft meines neuen Lebens, das in mir ist, gute Werke hervorbringen. Also meinetwegen, ich kann nicht Blech gegen Gold eintauschen. Ja? Würde ich eingehen. Wenn ich irgendwo hingehe, wird Blech, können Sie mir dafür Gold geben, würde ich wahrscheinlich eingeliefert irgendwo. Das Gold muss ich also umsonst bekommen. Wenn ich aber das Gold habe, dann kann ich Gold gegen Gold. Dann kann ich mit dem Gold wuchern und das Gold vermehren. Verstehen Sie? So etwa ist das mit den Verdiensten zu verstehen nach katholischer Lehre. Ferner ergibt sich ja daraus, dass ich auf das Angebot des geopferten Gottmenschen eingehe, dass ich in ihn getaucht werde und dass ich meinem Sein nach vergöttlicht werde. Gott wendet sich mir nicht nur gnädig zu. Das ist bei Luther der Fall. Luther sieht es nur im Sinne einer Beziehung. Gott schaut mich an
aufgrund des Kreuzesopfers seines Sohnes und rechnet mir meine ganze Sündhaftigkeit nicht an und liebt mich und nimmt mich gnädig auf und ist mir gnädig gesonnen. Wir Katholiken sagen, er ist mir nicht nur gnädig gesonnen, die Gnade ist nicht nur eine personale Beziehung Gottes zu mir, sondern ein Akt der Verwandlung. Er nimmt mich in sich hinein. Und dadurch werde ich in meiner Seele mit einer neuen Eigenschaft versehen. Eine neue göttliche Beschaffenheit gewinne ich. Die göttlich machende Gnade, das göttlich machende Geschenk. Wenn die Kohle, die schwarze Kohle, in Feuer gehalten wird, wird sie dem Feuer ähnlich, dem Feuer verwandt und gewinnt die Eigenschaften des Feuers. Vorher war sie kalt und schwarz, jetzt wird sie glühend und hell. Ein trockener Schwamm wird ins Wasser getan. Jetzt wird er dem Wasser ähnlich, das Leben des Wassers ist in ihm. Er wird mit dem Wasser verwandt, die Eigenschaften des Wassers nimmt der Schwamm ab. Eine neue Beschaffenheit, die Nässe. Im Falle der Kohle die Glut. So werde ich in Gott, in Christus hineingetaucht und als Folge dessen gewinne ich eine neue Eigenschaft. Ich bleibe, was ich bin. Die Substanz der Kohle bleibt, auch wenn die Kohle glühend ist. Der Schwamm bleibt seiner Substanz nach, auch wenn er nass ist. Schwamm. Ich bleibe das, was ich bin. Aber ich gewinne eine neue Eigenschaft. Ich werde von Gott angesteckt. Ich werde Gott ähnlich. Die Glut Gottes ist das göttliche Leben. Und damit ist eine neue Fähigkeit meines Geistes verknüpft, die in Entfaltung kommen kann, wenn das Instrument des Geistes entsprechend gewachsen ist. Muss geübt werden. Ich kann denken, was Gott denkt, wollen, was Gott will, wissen, was Gott weiß. Und das ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Anteil am Denken, Wollen und Planen und Wissen Gottes. Eingeweiht sein. Das ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Teilnehmen an seinem Wissen und an seinem Interesse. Das ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und dazu bin ich seinshaft imstande, aber es kommt bei mir ja nicht zur Entfaltung, wenn es nicht über die Instanz meines freien Willens geht. Es muss alles durchs Vorzimmer des freien Willens. Von selbst wirkt auch der Heilige Geist. Nicht, den ich durch die Firmung erhalte. Millionen sind gefirmt, man merkt gar nichts davon. Ja? Weil eben das, was sie erhalten haben, nicht durch die Instanz des freien Willens geht. Ich will dieses in Entfaltung bringen. Und wer ja sagt und will, was er wiederum nur durch Gottes Gnade kann, durch die vorauseilende, zuvorkommende Gnade, dann wird es zur Entfaltung kommen von Mal zu Mal und nach. Und daraus können dann Verdienste entstehen. Und dies, dass der Mensch danach Verdienste erwerben kann, das leugnet Luther. Nicht wahr? Das leugnet Luther. Er sagt zwar, der Mensch tut Gutes, aber das liegt nur an Gott. Das wird ihm nicht als Verdienst angerechnet. Wenn der Mensch Gutes tut, dann tut es an ihm Gott, der Mensch merkt es gar nicht. Wenn er es schon merkt, wenn er es schon extra tun will, um Gott zu gefallen, ist es schon eine pharisäische Anmaßung. Nach Luther, deshalb darf er es gar nicht wollen. Aber wir sagen, wir sind ja verwandelt, wir haben ein neues Leben, eine neue Fähigkeit, können deshalb Gutes tun aus der neuen Kraft, die Gott in uns eingesenkt hat. Da liegen die Unterschiede, sehen Sie? Wie ist es denn jetzt aber mit dem ganzen Bösen, von dem ich auch oft predige, in der Tiefe unserer Seele? Dass wir alle zum Bösen geneigt sind von Jugend auf, wie der Herr zu Kain sagt. Und das sind wir. Wir sind nicht nur schwach, wir sind auch böse. Es ist so ein bisschen amerikanische Mentalität, die man auch gerade bei amerikanischen Katholiken findet. Und bei so Sonny Boys, seelischen Sonny Boys, die sagen, ach, und sie alles im Grunde sind gute Kerle, gell? Alle so gute Menschen, goldenes Herz, na ja, sind schwach und sündigen. Wer ist nicht schwach?
Aber im Grunde haben wir doch allen guten Willen gesagt. Das ist natürlich nicht wahr. Ja? Das ist einfach, das stimmt nicht. Wir haben nicht im Tiefsten allen guten Willen. Der ist höchst anzweifelbar, ob wir einen guten Willen haben im Letzten. Ich bin meiner ganz und gar nicht sicher. Bin ich gut? Bin ich überhaupt ehrlich? Ist es mein tiefster, innerster Wille? Oder ist es nicht? Das hat Luther vollkommen richtig gesehen. Ich bin eine höchst zweifelhafte, armselige Gestalt. Ja, was soll ich denn da tun? Soll ich mich jetzt nicht mehr darum bemühen, Gutes zu tun, weil es ja doch nicht stimmt? Doch, ich soll mich bemühen, es zu tun, im vollen Wissen, dass tief drinnen es doch nicht stimmt. Ich muss es nur wissen, in meiner Demut. Da bilde ich mir nämlich auch nichts ein. Ja? Denn alles, was ich tue, an Gutem, an Verdiensten leiste, tue ich Kraft jenes freien Willens, den mir die Gnade ermöglicht. Aber ist dieser freie Wille auch bis in die Wurzel meines Seelenlebens hinein wirksam? Das ist mit 1000 Fragezeichen zu versehen. Was folgt daraus? Und wenn Luther nichts anderes gesagt hätte, als das letzte Wort, das er gesagt hat, vor seinem Hinscheiden, dann hätte er klare katholische Weisheit von sich gegeben. Sein letztes Wort hieß nämlich: Wir sind Bettler, das ist wahr. Damit verschied er. Wir sind Bettler. Wir können nichts anderes sagen, Herr, erbarme dich meiner. Alle, jeder. Dass einer denkt, naja, also, so muss er sich ja meiner auch nicht erbarmen. Naja, so in gewisser Hinsicht bleibt ja schon so ein Rest, gell? Er will er sich schon erbarmen. Er weiß ja, dass ich es gut meine, ich tue meine Pflicht und so weiter. Ich will ja das Beste, weiß er ja auch. Und das andere sind, naja, so ein paar Stäubchen, gell? Ja, damit wird er schnell fertig. Er braucht sich also so gar nicht zu erbarmen. So schrecklich ist das gar nicht notwendig. Wenn er gerecht ist, dann wird er mich schon aufnehmen. Das bisschen Erbarmen, was er da noch braucht, um das restlichen Staub da noch wegzuwischen, das braucht er sich nicht besonders anzustrengen. Ja, im Hinterkopf denken doch manche so. Nicht bewusst, aber steckt so drin. Großen Ganzen bin ich doch schon in Ordnung. Naja, Schwäche hat ja jeder. Gell? So Beerdigungspredigten. Gell? Er wird auch seine Schwächen gehabt haben, er hat sie nicht, aber im Großen Ganzen war es ein prächtiger Kerl. Gell? Das ist ja die berühmte Lüge, die gesagt hat, es wird ja nirgends mehr gelogen, gell, als vor der Hochzeit, nach der Yacht und bei der Beerdigung. Gell? Das ist ein altes Wort. Das stimmt nur alles nicht mit dem ganz prächtigen Kerl, der nur so ein paar Schwächen hätte, sondern wir sind ganz miserable Wesen, nicht wahr? Und zum Bösen geneigten. Christus drückt das ganz klar aus. Das ganze Feld unserer Rachsucht, Schadenfreude, Missgunst und so weiter. Und im Grunde sind wir Menschenmörder und haben ihn ja vor allem, wir haben Gott ans Kreuz geschlagen. Nee, die Jute, gell? Die Jute, das sind die, die unseren Herrn ans Kreuz geschlagen haben. Gell? Das war ja im Mittelalter oft der Grund der Judenverfolgung, der Judenpogrome, nicht wahr? Das sind die, die unseren Herrn Jesus Christus, wir haben ihn alle, du und ich, wir haben ihn ermordet, wir haben ihn ans Kreuz geschlagen. Jeder von uns durch unsere schlechten Willen, durch das Böse in uns, und das können wir nicht leugnen. Folgerung, sind wir also böse, dass wir gar nichts anderes können als Sünde, lassen wir es darauf beruhen, dass die Konsequenz nur das. Der Mensch ist seines freien Willens gegenüber Gott beraubt, er hat gar keinen, er wird von Gott geschnappt, und wenn er geschnappt wird, kann er nicht mehr anders. Oder ist doch in uns letztlich freier Wille? Jawohl, er ist da. Wir müssen nur beständig bitten, dass der Herr eindringt in die Tiefe. Ich weiß, dass ich aus mir nichts vermag.
Wirket euer Heil mit Furcht und Zittern. Furcht und Zittern heißt hier nicht etwa pathologische Angstzustände, nicht wahr? Skrupulosität, gell? Sondern ganz einfach den heiligen Ernst, dass ich weiß, ich bedarf seines Erbarmens. Herr, erbarme dich meiner, erbarme. Das muss wirklich aus der tiefsten Tiefe raus. Ich kann mich nicht rangieren. Ich kann nicht in die Tiefen meiner Beweggründe hineinwirken. Ich kann mich nicht analysieren. Ich werde verrückt, wenn ich das nur anfange. Ich bin böse. Aber du kannst es. Und jetzt setzen diese Psalmverse ein. Du allein durchdringst mein Herz und meine Nieren. Du allein weißt es, o Herr, tu es bitte, denn ich kann es nicht, mach du's. Aus diesem Demutswillen heraus entsteht dann auch die eigentliche Liebe, dass man sich in anderen hineinversetzen kann, dass man sich nicht über den anderen erhebt, dass man wohlwollend wird, selbst wissend um seine eigene Erbarmungsbedürftigkeit. Wenn ich zum Beispiel herangehe, meine Fehler zu bekämpfen. Ja, das gelingt mir, wenn es sich um dumme Angewohnheiten handelt. Gell? Ich kann mir abgewöhnen, an die Ecke zu spucken oder irgend sowas. Gell? Ähnliche Dinge. Aber sag mal, meine wirklich festsitzenden Fehler, ich die im Laufe von 5 Jahren meine eigentlichen Fehler um einen Millimeter von mir weggeschoben habe, habe ich Gigantisches geleistet durch einen außergewöhnlichen Gnadenakt Gottes. Deshalb kommt es, dass viele Leute sagen, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich beichte doch immer dasselbe. Ne? Was soll ich eigentlich beichten? Immer bei mir nur dasselbe. Natürlich ist dasselbe. Weil du halt in diesen Fehlern, das ist dein Kreuz, nicht wahr? Deshalb wirst du sie immer wieder beichten und immer wieder, das ist vollkommen richtig und das ist deshalb ganz und gar nicht umsonst, weil in diesem großen Akt der Losbrechung die Gnade und das Erbarmen kulminieren und immer wieder neu dich von der Tiefe her reinigen, wenn du nur weißt, dass du reinigungs- und heilungsbedürftig bist. Wer natürlich in den Beichtstuhl geht mit pharisäischer Einstellung, ja, das erlebt man so hier und da bei, in Anführungszeichen, Frommen, vor allem von Beruf Frommen. Meine letzte Beichte war vor 5 Tagen. Ich habe einmal beim Gebet eine leichte Anwandlung von Ablenkung verspürt. Außerdem muss ich bekennen, dass ich einmal einen ganz leichten Hauch von Abneigung gegenüber einer anderen Person verspürte, was ich aber sofort bekämpfte. Das sind alle meine Sünden. Das ist zum Beispiel, das ist ein Musterbeispiel einer pharisäischen Beichte. Wer so beichtet, bei dem muss man den ernsthaften Zweifel haben, ob wirklich die Gnade Gottes ins Innerste eindringt. Die kann nur ins Innerste eindringen, wenn ich mich in meiner ganzen Armseligkeit weiß. Und hier liegt das große Ineinander von Gottes Gnade und freiem Willen, dass wir gar nicht imstande sind, auseinander zu klamüsern. Das können wir gar nicht. Da gab es mal den Gnadenstreit. Was ist zuerst, der freie Wille und dann die Gnade oder erst die Gnade, dann der freie Wille und wenn erst die Gnade ist, da gibt es keinen freien Willen. Beides ist richtig. Gottes Gnade und die Freiheit des Willens. Und wie das ineinander geht, das können wir mit unserem Verstand, jedenfalls bis jetzt, vielleicht mal im Laufe der Einwirkung des Heiligen Geistes, im Laufe der Kirchengeschichte wäre das vielleicht mal klar. Bis jetzt ist es nicht klar. Lassen wir es darauf beruhen. Was man nicht verstehen kann, daran kann man nicht mit der Brechstange gehen, sondern man muss es stehen lassen, anschauen und dann könnte es sein, durchs Anschauen, dass man so langsam, langsam immer mehr dahinter kommt und dieses große Geheimnis einem aufleuchtet, das Ineinander von Gnade und freiem Willen. Bei Luther ist das also alles, da ist das Kind wie eine Bade ausgeschüttet. Ich erkenne mich in meiner Armseligkeit, also habe ich keinen freien Willen, also kann ich überhaupt nichts verdienen, weder vorher noch nachher.
ich kann auch nichts mehr verdienen, nachdem ich begnadet bin. Ich bin ein armseliges Wrack, aber Gott schaut drüber hinweg. Er schaut mich durch die Brille des Kreuzesopfers Christi an, durch die goldene Brille, und sieht mich dann nur im Lichte seines Opfers, und dadurch bin ich geheilt. Und da kann ich tun lassen, was ich will. Und in den späteren Jahren merkt man das so ein bisschen bei Luther. Zwar baute er ein ansehnliches Familienleben auf, er ging selbstverständlich keinen zuchtlosen Abwegen nach, dass er diese entlaufene Nonne geheiratet hat, hat etwas weniger Sympathisches an sich, aber er, der Priester, den Zölibat gelobt hat, er heiratet also dann eine entlaufene Nonne und zeugte 5 Kinder. Man sagt, dass sie die Klampfe spielte und die Kinder dazu sangen, was möglich gewesen ist. Die Frau war nach mittelalterlicher Art die Herrscherin im Hause und im Garten und im Hof. Großer Irrtum, man meint, im Mittelalter wäre die Frau so ganz beherrscht gewesen, das ist nicht wahr. Die Schlüsselgewalt wurde im Mittelalter sehr ernst genommen. Die Frau war die Herrscherin. Die berühmten Witze vom Mann, der seine Schmiss kriegt, die stammen aus dem Mittelalter. Nicht wahr? Da war das ein bisschen Realität. Nicht wahr? Da gab es durchaus Frauen, die dem Mann da zu Hause Mores beibrachten, gell? Und zeigten, wo Bartels den Most holt. Das ist eine typisch mittelalterliche Erscheinung. Gell? Darum schreibt Luther, den ist ja auch an einem gesunden Humor nicht gebracht, wenn er an seine Frau schrieb, mein lieber Herr Käthe, gell? War die Katharina von Bora, mein lieber Herr Käthe und so weiter. Also er wird sich dann schon innerhalb des Hauses ihren Anweisungen, muss er sich wohl fügen. Gell? Dann wurde er fürchterlich dick, gell? Er hat sich also wahrscheinlich da nicht sehr zusammengenommen. Es werden zwar einige derbe Auszüge von ihm kolportiert, die nachweislich von ihm nicht stammen, aber andererseits war er nicht wählerisch in seiner Ausdrucksweise. Nur war man in der damaligen Zeit überhaupt in der Ausdrucksweise nicht wählerisch. Er bildete da keine allzu große Ausnahme. Also wohl gefühlt hätte ich mich bei seinem Sauerkraut mit Rippchen, die er nachweislich in Massen gegessen hat. Er ist also der Urheber nicht nur der hochdeutschen Sprache, sondern auch des deutschen Nationalgerichtes, kann man sagen, in seiner Vorliebe dafür. Hat er also und die konnten ja damals überhaupt fressen, da kommen wir gar nicht mehr ran. Gell? Das können sie auch gelegentlich im Westerwald oder in Westfalen oder in Holland erleben, gell? Dass sie da geradezu märchenhafte Mengen verschlingen. Und er wurde ja da auch entsprechend dick, gell? Was unsympathisch ist, sind seine hasserfüllten und immer unflätiger werdenden Angriffe auf den Papst. Mittlerweile war ja Papst Hadrian der VI. Auf dem Stuhle Petri, der Renaissance-Papst Leo der X., der Medici-Papst, war ja nicht mehr zugange. Und Hadrian der VI. War ein Mann von untadeliger Lebensführung und von echtem apostolischem Ernst, der auch darauf aus war, Luther wieder zu gewinnen. Aber er hatte sich in einer fürchterlichsten Weise in seinen Hass hineingesteigert, hineinmanövriert, nicht wahr? Und nannte den Papst des Teufels Sau und so weiter und so weiter. Es gibt da ein Pamphlet, das selbst Evangelische verschweigen, weil sie sich dessen schämen. Er hat sich also dann in der wüstesten Weise nicht mehr in die Zügel genommen und er hat überhaupt darauf verzichtet, eigentlich sich in irgendeiner Weise Gewalt anzutun. Gell?
weil er meinte, es ist an sich vollkommener Unsinn. Ich bin der ich bin ein armseliger Krüppel, also bin ich ehrlich zu mir selber und gebe mich, wie ich bin, und sage, was ich denke, und meine ganze Lieblosigkeit und alles, was an mir an Bösem ist, platze ich heraus. Alles andere ist krumme Demut und buckelichte Pharisäerei. Deshalb schrieb er Melanchthon, einem etwas übersensiblen, feinsinnigen und auch etwas leicht skrupulösen Herrn: Pekka fordete et grete, sündige kräftig im Glauben, machst du kein Buhai um deine Sünden oder Nichtsünden, sondern sündige los. Ich war zum Donnerwetter noch einmal, sündige auf Teufel, komm raus, ein vernünftiger Mensch, sei normal, sündige raus, nicht wahr, und glaube, und der Glaube, der führt dich sowieso in den Himmel. Das ist also im Großen und Ganzen da. Wie gesagt, man findet auch andere Töne, man findet durchaus sehr viel Wahres, Gutes und Schönes in vielen Schriften. Er hat die Marienminne bis zu einem gewissen Grade gepflegt. Sein Kommentar zum Magnificat ist beispielhaft. Und er hat eine starke Einfühlung gehabt und eine tiefe Ehrfurcht, das hat er schon bewahrt. Es war in ihm also das, was Hutten vielmehr Konrad Ferdinand Meyer in Huttens letzten Tagen zum Ausdruck bringt und Luther in den Mund legt: Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch. Dass es bei ihm eben extreme Maße da, ein in sich außerordentlich widersprüchlicher Mensch. Daraus folgt natürlich jetzt auch seine Erbsündenlehre. Da er es nicht seinshaft denkt, da ihm der Begriff eines den Erscheinungen vorausliegenden Seins unbekannt ist, ist er im Widerspruch zur katholischen Lehre und zur Offenbarung des Herrn davon überzeugt, dass der Mensch bis in die Tiefe seines Seins hinein verderbt ist. Die Folge der Erbsünde ist, es ist alles des Teufels, alles in sich wesenhaft schlecht. Die Welt ist schlecht, der Mensch ist in sich schlecht und bleibt schlecht. Die Folge der Erbsünde ist, dass alles total verderbt ist. Es bleibt kein Rest mehr, an den die Gnade Gottes anknüpfen könnte, sondern die Gnade Gottes ist allein ein von außen kommendes Werk, das nicht seinshaft in den Menschen hineinwirkt, sondern den Menschen nur annimmt, trotz seiner totalen Verderbtheit aufgrund der Verdienste unseres Herrn. Und diese Erbsündenlehre ist falsch, ja? Denn der Lehre der Kirche und nach der wahren Offenbarung ist eben der Rest da, der Rest geblieben. Der Gedanke Gottes verweist, aber an ihn kann angeknüpft werden und zu ihm kann wieder der Durchbruch geschaffen werden durch das, was der geopferte Gottmensch tut. Das sind jetzt so einige Aspekte über Luther. Der entscheidende Aspekt: Wenn ich Gott nicht zwingen kann, zwingt Gott mich. Und weil Gott mich zwingt, in sein Gnädigsein, sein gnädiges Verhalten hinein, bin ich gerettet. Jetzt kann ich tun oder lassen, was ich will. Mir kann nichts mehr passieren. Das ist Kern und Stern der lutherischen Auffassung, der wir so unter keinen Umständen folgen können. Ja. Das reicht natürlich ganz und gar nicht, was ich gesagt habe. Das ist Andeutung. Aber ich versuchte, um diesen Mittelpunkt herumzukreisen und um seine Einstellung deutlich zu machen. Um ihn ganz auszuschöpfen, wie gesagt, bedürfte es mehrerer Tage. Ich danke Ihnen. Applaus